von einem Kapuzineraffen, der einer Frau in einem Bed and Breakfast ins Gesicht biss, bis hin zu einem Affen, der einen Straßenkünstler angriff. Hier ist, was passiert, wenn Affen angreifen. Nummer 10. Nina. Ein 27-jähriger Tourist mit dem Namen Binula Vikramaracici lief durch den Nationalpark des Sumatra-Orangutan-Beobachtungszentrums, als er auf einen Orangutan stieß. Der Affe schwang sich scheinbar von einem Baum zum nächsten, als sich die Gruppe durch den Dschungel wagte. Binula wurde am Knie gebissen und dadurch leicht verletzt. Kurz danach wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo er behandelt wurde. Es wurde später entdeckt, dass ein 38-jähriger Orangutan mit dem Namen Mina ihn attackierte, der ausbrach, nachdem er als Haustier gehalten wurde. Nummer 9. Parvin Hachihosini. Parvin Hachihosini und ihr Freund übernachteten in einem Bed and Breakfast in den Catskill Mountains in New York im September des Jahres 2010. Dort befand sich ein Kapuzineraffe mit dem Namen Benjamin, welcher in einem Käfig gehalten wurde. Parvin ging zum Käfig, um ein Foto zu machen. Aber bevor sie überhaupt bemerkte, was passierte, entkam der Affe und griff sie an. Benjamin biss Parvin ins Gesicht, was zu einer offenen Wunde und einigen Nähten führte. Nachdem die Frau angegriffen wurde, forderte die einheimische Gesundheitsbehörde eine Untersuchung gegen Tollwut an. Die Besitzerin des Tieres, Ellen Hirsch, konnte ihnen jedoch nicht ihr Haustier überlassen. Und so verschwand der Affe nach dem Vorfall ohne Spuren. Nummer 8. Dee Darwell. Eine Britin ging auf eine Reise, um ihre Angst vor Affen zu überwinden. Sie befand sich auf einer Tour von der Siam Sea Touristenagentur auf der Monkey Island nahe Phippeedorn, Thailand. Die 56-jährige Dee Darwell lief alleine, als sie von einigen Makaken angegriffen wurde. Vor dem Angriff machte sich Darwell auf den Weg zu einem Felsen im Schatten, wo sie sich erholen wollte. Sie legte sich auf ihr Handtuch und sah sich um sicherzugehen, dass sich dort keine Affen befanden. Kurz nachdem sie sich hinsetzte, ging ein Affe auf sie zu. Sie stand auf und lief davon, aber der Primat packte sie am Handgelenk und ging auf ihren Arm los. Blut begann überall hinzuspritzen, bis Darwell bewusstlos wurde. Die Frau wurde dann von zwei Bootsfahrern gerettet, denen es möglich war, die Affen davon zu jagen. Sie wurde dann ins Bangkok Phuket Krankenhaus gebracht. Und Darwell sagte später, dass sie sich nicht daran erinnern konnte, wie sie gerettet wurde und dass sie dachte, dass sie sterben würde. Die Frau sagte auch, dass sie nie aus dem Boot gestiegen wäre, hätte sie gewusst, dass es dort gefährlich sei. Der Tourleiter Yongyut Buasot berichtete, dass jemand an diesem Tag die Affen belästigte. Nummer 7. Yangon Zoo. Ein Angestellter des Yangon Zoos in Myanmar musste für kurze Zeit drei Affen von deren Gehege in ein anderes bringen, um dieses zu säubern. Die Affen wurden in ein anderes Gehege gebracht, welches nur durch einen Draht gesichert war. Ein Zoobesitzer dachte sich scheinbar, dass es lustig sei, diesen Draht zu entfernen, und so brachen die drei Affen aus. Sie verursachten Panik in den nächsten Stunden und griffen zwei Frauen an. Eine von diesen wurde gebissen, während sie versuchte, ihre Enkelkinder und ihre schwangere Schwiegertochter zu beschützen. Die andere Frau wurde gebissen, als sie versuchte, einen der Affen zu streicheln, da sie dachte, dass er zahm sei. Die Affen wurden dann gefangen und zurück in ihre Gehege gebracht. Die Zoovertreter entschuldigten sich öffentlich und die Angestellten baten an, für die Medizinkosten der Opfer aufzukommen. Der Zooverwalter Thun Aung Win bestätigte, dass alle Gehege sorgfältig gesichert waren und überprüft werden, bevor sie wieder öffnen würden. Nummer 6. Wilde Affen im Super. Wilde Affen in der Nähe des Superdorfes in dem indischen Staat von Gujarat brachte Einheimische dazu, Angst davor zu haben, deren Häuser zu verlassen. Mindestens 19 Personen wurden von Affen im Mai 2018 angegriffen. Und manche dieser unerwarteten Angriffe wurden von Überwachungskameras aufgezeichnet. Ein Video zeigte, wie ein Motorradfahrer von einem Affen von seinem Motorrad geschmissen wurde, als dieser aus dem Nichts auftauchte und auf ihn sprang. Ein Milchmann wurde einige Male von demselben Affen angegriffen und sagte, dass er nur an minderen Verletzungen litt. Die örtliche Waldabteilung leitete eine Untersuchung ein, nachdem sich einige Bewohner beschwerten, da immer mehr Vorfälle auftraten. Sie versuchten sogar, die Tiere zu füttern, in der Hoffnung,
dass diese Angriffe aufhören würden. Einer der Bewohner sagte, dass er dachte, dass die Affen sie nur aus Spaß angriffen, da es schien, als hätten sie Gefallen daran, die Bewohner zu Boden zu bringen. Nummer 5. Spanky. Eine Frau namens Tina Ballard entschied sich dazu, ihren Klammeraffen Spanky mit zum Shopping zum Home Depot in Florida zu nehmen. Ballard ließ das Tier auf ihrem Truck an einer Leine und ging in das Geschäft. Aber Spanky schaffte es jedoch schon bald aus dem Wagen zu klettern und ging dann auf Marilyn Howard zu, die außerhalb des Geschäftes stand. Howard berichtete, dass der Affe erst schien freundlich zu sein, als er nach oben griff und ihre Hand nahm. Um den Affen davon abzuhalten, davonzurennen oder in das Geschäft zu gehen, packte Howard die Leine. Ohne zu zwinkern, kletterte der Affe dann auf ihren Rücken und biss sie zweimal. Obwohl sie angegriffen wurde, hielt Howard den Affen immer noch an der Leine. Als sich die Türen des Geschäftes öffneten, bekam Spanky Angst und griff die Frau erneut an. Er biss sie am Arm und an der Hand und kratzte sie im Gesicht. Howard wollte keine medizinische Hilfe und wurde so mit tiefen Narben im Gesicht und an der Hand hinterlassen. Nach dem Vorfall wurde Spanky zurück zu seinem Besitzer gebracht. Es stellte sich heraus, dass der Primate im Internet sehr beliebt war und dieser bereits schon 9500 Abonnenten hatte. Nummer 4. JJ der Makake. Ein Familienhaustier im Alter von 9 Jahren griff seinen Besitzer an und schaffte es, deren Zuhause in Okeechobee, Florida, zu entkommen. Jimmy Schwall und seine Frau Mona hatten den Affen, seit dieser 3 Jahre alt ist. Sie hatten ihn in einem großen Gehege in deren Garten und kleideten ihn immer wieder in Kostümen und Kleidung für Halloween ein. Dem Affen war es sogar erlaubt, mit den Kindern im Pool zu spielen. Aber im August im Jahr 2012 flippte der Affe aus und entkam. Jimmy Schwall versuchte dann, JJ mit einem Netz zu fangen, aber der Affe schaffte es zu entkommen, indem er auf Schwalls Hintern losging und seine Hand angriff. Ein Familienfreund griff dann nach der Pistole und Schwall sagte ihm, dass er den Affen erschießen sollte und das Tier starb fast auf der Stelle. Schwall litt an 7 verletzten Sehnen und einem verletzten Nerv. Es wurden auch 2 dreistündige Operationen und einige Stunden an Erholungsübungen durchgeführt, damit es ihm wieder möglich war, seine Hand zu bewegen. Die Familie war erschüttert, als der Affe starb und entschied sich dazu, seine Asche in einer Urne zu behalten. Schwall hatte noch weitere Tiere auf seiner 5-Acker-Farm, wie Marmosetten, Mini-Pferde, Hühner und Hunde. Er sagte, dass er die anderen Tiere trotz des Vorfalls behalten möchte. Nummer 3. Baby von Pavian wegen Puppe angegriffen. Ein 1-jähriges Baby und ihr 12-jähriger Bruder spielten draußen in deren Zuhause, in den Victoria-Fällen in Simbabwe im Mai 2018. Deren Mutter Jean Gamma bereitete das Frühstück vor, als sie plötzlich Schreie ihrer Kinder hörte. Sie rannte nach draußen und sah, wie ihre 1-jährige Tochter von einem Pavian in den Kopf gebissen wurde. Die Frau schlug Berichten zufolge den Primaten mit einem Stein, bis dieser das Kind losließ. Das Tier biss dem Kind jedoch schon tief in den Schädel und so blutete das Mädchen stark und war bereits schon bewusstlos, als die Mutter sie ins Krankenhaus über die Grenze nach Sambia fuhr. Die Ärzte sagten, dass sie Erholungszeit benötigen würde, aber dass die Wunden nicht tödlich seien. Es stellte sich heraus, dass der Angriff passierte, als der Pavian sah, wie das Mädchen mit einer Puppe spielte und sie diese so stehlen wollte. Nummer 2. Babys Hoden von Affen gefressen. Eine Mutter wechselte die Windeln ihres 8 Monate alten Kindes im Wildlife Park in Guiyang, China, als ein Affe plötzlich ihr Baby angriff und ihm die Hoden abbiss. Zuerst schien der Affe uninteressiert zu sein und warf es auf den Boden. Ein Mann versuchte es sich dann zu schnappen, aber der Affe schnappte sich dann die Hoden aus seiner Hand und fraß sie, als die Mutter in Schock zusah. Obwohl das Baby schreckliche Schmerzen erlitt und ins Krankenhaus gebracht wurde, berichteten die Ärzte, dass diese Verletzungen nicht lebensbedrohlich seien. Der Vorfall ereignete sich im September 2013. Berichte dieses Jahres führten auf einige Vorfälle von Affen in diesem Wildlife Park in Guiyang hin. Trainer von Affen in China angegriffen. Ein Affentrainer führte eine Straßenvorführung in Sichuan, China durch, als er plötzlich von seinen 3 Affen angegriffen wurde. Er versuchte, einen Affen dazu zu bringen, auf einem Kinderfahrrad zu fahren.
Aber als das Tier das nicht tun wollte, schlug er es mit einem Stock. Kurz danach kamen die anderen beiden Affen zu dessen Verteidigung. Sie begannen an dem Ohr des Mannes zu ziehen, in seinen Kopf zu beißen, bis dieser den Stock losließ. Der andere Affe schnappte sich dann den Stock und schlug den Trainer auf den Kopf, bis der Stock brach. Er versuchte dann den Zuschauern zu erklären, dass Affen wilde Tiere sind und sie wahrscheinlich einen Hass gegenüber ihm entwickelten. Der Vorfall kam zu der örtlichen Polizei, die sich dann dazu entschied, diesen Fall zu untersuchen, da der Trainer scheinbar die Tierrechte missachtete.